Willkommen bei der Motorzeitung. Heute schauen wir uns das 7 Zoll Display von CarProRide an. Dieses 7 Zoll Display könnte hilfreich sein, wenn ihr zum Beispiel ein älteres Auto habt ohne eigenes Display und aber Apple oder Android Multimedia benutzen wollt im Auto, dann kann das hilfreich sein. Ich selber fahre ein Fahrzeug, Baujahr 2011. Ohne Display. Das hat ein ganz normales Radio. Und was ich mir vorstellen könnte, was super sinnvoll ist, ist die Möglichkeit, auf dem großen Display seine Navigation sich anzeigen zu lassen. Das schauen wir uns später an, auch wie aktuell meine Lösung ist, weil ich klemme da einfach mein Handy rein, wenn ich die Navigation brauche. Kurzer Disclaimer am Anfang. Wir haben uns dieses Gerät nicht selber besorgt, sondern der Hersteller hat uns das zugeschickt. Wir dürfen aber sagen, was immer wir wollen darüber. Und haben da keine Vorgaben. Also fangen wir an und schauen uns das Paket einmal an. Wir haben vorne iPlay, Android Play, AirPlay, Autolink. Das schauen wir uns nachher alles an. Da sieht man, es ist ein 7 Zoll IPS Touchscreen. IPS bedeutet in der Regel, dass man aus verschiedenen Blickwinkeln das Display immer noch gut erkennen kann. Seitlich die Main Features. Das schauen wir uns nachher an. Hinten. Da sieht man, man kann über das Gerät das Handy laden, man kann das per Sprachsteuerung nutzen, man kann eine SD-Karte einstecken und einen USB-Stick. Und da sieht man die ganzen Multimedia-Lösungen, man kann es mit dem Handy verbinden, FM-Transmitting, also mit dem Radio verbinden. Es hat ein Touchscreen in Full HD, SD-Karte, das haben wir schon gesehen, man kann es über das AUX-Kabel in das Radio einstecken, Sprachsteuerung und es gibt auch eine Kamera, die haben wir jetzt aber nicht. Theoretisch kann man aber auch eine Kamera anschließen und hat dann eine Rückfahrkamera. Dann schauen wir einmal rein. Verpackung schaut soweit ganz solide aus. Hier ist das Gerät drin, das schauen wir uns gleich an. Dann haben wir hier Halterung Nummer 1. Die wird sein für die Frontscheibe vermutlich. Das ist die Halterung Nummer 2. Die kann man wohl auf das Armaturenbrett kleben. Hier das Stromkabel. Einfach in den Zigarettenanzünder 12 Volt und das in das Gerät rein. Noch ein zweiter Aufkleber für das Armaturenbrett, für die Halterung besser gesagt. Dann haben wir hier noch einen TRS-Stecker und dann haben wir noch die Bedienungsanleitung. Die ist zwar nur auf Englisch, aber schön bebildert und aufgegliedert, sodass das auch jemand, der des Englischen nicht so mächtig ist, durchaus gut verstehen kann alles. Also die Bedienungsanleitung ist gut. So, dann schauen wir uns das Gerät einmal an. Da ist das gute Stück, aus Plastik natürlich, aber es macht schon einen wertigen Eindruck. Das da hinten, ich hoffe, man kann es erkennen, das ist der Lichtsensor. Das Display verdunkelt sich automatisch oder wird heller. Und an der Seite sehen wir hier. Da ist der Stromeingang 12 Volt. Hier kann man einen USB-Stick, USB-A-Stick einschließen. Hier ist einmal der Audio-Ausgang. Das hier ist für die Kamera der Ausgang. Dann haben wir eine Micro-SD-Karte, einen Slot dafür und einen Mikrofon-Ausgang. So, nun sind wir im Auto angekommen und ich habe gesagt, ich zeige jetzt mal meine Lösung, die ich bisher hatte. Einfach das Handy hier eingeklemmt in so einem kleinen Adapter. Und diese Halterung. Die hängt hier einfach an der Lüftung dran. Auch nicht gerade elegant, aber es funktioniert. Das einzige Problem im Winter ist, dass die Lüftung natürlich, wenn man auf warm stellt, das Handy extrem heiß macht, wenn man zum Beispiel es zum Navigieren benutzt. Hier nun die zwei verschiedenen Möglichkeiten, das CarProRide zu installieren. Einmal, das werde ich wahrscheinlich versuchen, hier hinzukleben. Das hier ist ein Ford S-Max und bei Ford hat man hier diese Ablagefläche. Und die könnte ich wahrscheinlich nicht benutzen. Also wir haben hier das hier noch, das Tool. Und das kann man hier in der Länge variieren und auch den Winkel. Wenn ich das aber hier installiere, dann kann ich das hier nicht mehr benutzen. Deswegen werde ich versuchen, das hier hinzukleben. Also ich habe mich jetzt doch entschieden für die Halterung vorne an der Frontscheibe. Und das macht auch total Sinn. Man sieht doch, also die ist auch sehr stabil. Wackelt nichts. Bin jetzt auch schon damit eine Runde gefahren. Also es wackelt gar nichts. Es ist jetzt bewölkt und man sieht aber sehr gut den Bildschirm.
Und was man jetzt machen muss, wenn man sich damit das erste Mal verbinden will, man muss erst hier auf Bluetooth gehen. Ich habe ein iPhone, wie ihr sehen könnt, geht mit Android genauso, habe ich aber jetzt nicht da. Also auf Bluetooth verbinden und dann geht ihr in das WLAN rein von dem Carbridge Display. Dann seid ihr automatisch verbunden. Was auch bedeutet, wenn man sich einmal damit verbunden hat und das nächste Mal in das Auto einsteigt und sein Smartphone dabei hat, dann wird das automatisch verbunden. Dann schauen wir uns einmal das Display genauer an. Das ist jetzt der Homescreen sozusagen. Wenn ich jetzt auf Apple CarPlay gehen möchte, muss ich hier auf iPlay. Das ist die Umschreibung. Also wahrscheinlich ist Apple CarPlay, könnte ich mir vorstellen, ist geschützt der Name. Deswegen haben die das jetzt iPlay genannt. Wir sind jetzt direkt auch in der Karten-App von Apple drinnen. Und ich möchte jetzt zum Beispiel nach Hamburg fahren. Dann gehen wir mal ein. Da ist überhaupt keine Latenz drin. Und wenn, dann nur minimal. Die merkt man so kaum. So, jetzt hat er mir das berechnet. Jetzt drücken wir mal auf Los. Und könnten jetzt nach Hamburg fahren zum Beispiel. Das machen wir aber nicht. Da beenden wir jetzt wieder. Also das funktioniert sehr gut. Und das ist ja auch das Beste, was man damit machen kann. Und natürlich, man hat auch andere Möglichkeiten. Das ist jetzt sozusagen der Homescreen von Apple CarPlay. Wenn wir auf Car Home gehen, dann gehen wir auf den Carbureit Homescreen. Den können wir uns jetzt nochmal genauer anschauen. iPlay, wie gesagt, das ist Apple CarPlay. A-Auto ist Android Auto. AirPlay schauen wir uns nachher an. Das ist, da kann man zum Beispiel YouTube-Videos oder welchen Inhalt man auch immer hat auf seinem Handy drüber anschauen. Dann haben wir hier den Equalizer und das ist jetzt Custom. Man kann den aber auch einstellen. Hier gibt es ein Preset Standard. Für klassische Musik, Rock, Jazz und so weiter und so fort. Electric Pop und so weiter. Gehen wir wieder zurück. Das ist für die Bluetooth-Kopplung, haben wir aber schon gekoppelt. Jetzt kommt eine Sache, die ich nicht ganz verstehe. Ich habe jetzt auf einem USB-Stick habe ich jetzt eine MOV-Datei und eine MP4-Datei. Und wenn ich den da jetzt reinstecke, dann schauen wir mal, was passiert. Jetzt hat er geladen. Da ist der MP4-Datei, geht nicht. Videoformat wird nicht unterstützt. Die MOV-Datei kann er auch nicht abspielen, scheinbar. Was mich wundert, weil das ist ja eigentlich genau der Use Case dafür, denke ich. Es geht ja darum, dass man über seine MicroSD-Karte, ich habe hier auch eine MicroSD-Karte, die habe ich auch versucht zu starten, da ist auch eine MP4-Datei drauf, geht auch nicht. Das verstehe ich nicht. Weil eigentlich müsste das ja funktionieren. Aber wenn ihr wisst, was ich vielleicht falsch gemacht habe, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich bin aktuell ein bisschen ratlos. Schauen wir einmal in die Einstellungen rein. Da oben haben wir die Sprache, können wir einstellen. Wir lassen die aber jetzt auf Deutsch. Dann haben wir hier Key Color. Aktuell weiß. Ich hoffe, das kann man einigermaßen sehen. Da kann man auf lila umstellen. Dann sieht man vor allem, wenn man nachts fährt, ganz gut. Also es ist jetzt lila ein wenig. Ich denke, man kann es einigermaßen erkennen. Cyan, gelb, rot. Was haben wir noch? Blau, grün, ja. Das lassen wir jetzt aber, also das kann man sich individuell einstellen, wie es einem gefällt. Lassen wir jetzt aber einmal auf weiß. Gehen wieder zurück. Dann haben wir hier iPhone-Kabelverbindung. Also man kann das Handy auch per Kabel hier verbinden hinten. Dann wird es auch geladen. Dann haben wir das WLAN hier. Wir haben hier die Möglichkeit, über 5 GHz oder 2,4 GHz uns zu verbinden. Das lassen wir jetzt auch mit 5. Und das da unten ist die Einstellung, wenn man eine Rückfahrkamera zusätzlich von Carbureit sich bestellt hat. Die wird ja hinten angeschlossen und dann haben wir hier Videowarnung, Parkine, weiß ich nicht, was das sein soll. Schauen wir mal drauf. Einstellung. Ah ja, dann kann man sich das jetzt so vorstellen. Also wenn wir jetzt rückwärts fahren würden, würde das so ungefähr aussehen. Ansonsten hat man hier noch die Systemversion, kann man sich anschauen. Da kann man die Werkseinstellungen wiederherstellen. Lautsprecher und richtig fahren. Hier der Touchscreen, der funktioniert sehr gut. Fühlt sich ähnlich an wie bei einem Smartphone oder Tablet. Dann zeige ich euch jetzt einmal die AirPlay-Funktion. Dafür muss man Bluetooth an seinem Smartphone ausschalten. Na, Fokus. Also hier Bluetooth ausschalten und dann AirPlay aktivieren am Smartphone. Und dann hat man das hier aktiv. Dann gehen wir jetzt einmal drauf und sehen jetzt das Handy. Da könnten wir jetzt, schauen wir mal auf YouTube. Jetzt haben wir zum Beispiel die YouTube-App offen. Ich kann hier am
Handy lauter machen, leiser machen. Man kann dann zum Beispiel YouTube-Videos anschauen. Also jetzt nochmal hier, damit man sieht, dass es auch der gleiche Inhalt ist. Das geht mit Kabel und ohne Kabel. So, die Synchronisation habe ich jetzt gestoppt. Also die Bildschirmsynchronisation. Bluetooth wieder an und er ist wieder verbunden. Dann sieht man jetzt so die klassischen Apps, die man hier hat. Das sind hier verschiedene Sachen, wie man sieht. Gehen wir mal einmal auf Musik, spielen irgendwas kurz ab. Funktioniert, aber machen wir jetzt mal aus wegen der GEMA. Hey Siri, navigiere nach Hamburg. Ich suche nach der Wegbeschreibung. Ziel Hamburg. Also auch das funktioniert ohne weiteres. Aber was mich jetzt ein wenig stört, das ist der Home-Button, der funktioniert. Dieser Button müsste jetzt, also was ist Button? Das ist ja ein Touchpanel. Aber hier, diese Fläche hier müsste eigentlich zum lauter stellen sein, die zum leiser stellen, die für Sprachsteuerung und das ist einfach zurück. Wenn ich jetzt hier auf Sprachsteuerung gehe, dann habe ich hier die Lautstärke. Wenn ich auf Minus gehe, passiert gar nichts. Und wenn ich auf Lautstärke Plus gehe, dann bin ich bei Siri drinnen. Eigentlich müsste das ja hier unten sein. Also von daher, da scheint irgendwas nicht zu stimmen, leider. Ansonsten können wir uns oben, hier ist der Home-Button, da kann man ganz locker, flockig auf den Home-Button gehen, hier die Lautstärke verändern. Hier ist man wieder auf dem Smartphone. Gehen wir aber wieder zurück. Da ist die Bluetooth-Verbindung und hier die Helligkeit, die man einstellen kann. Und hier kann man verschiedene Hintergründe einstellen, die man möchte. Ist aber eher ein Gimmick. Das sind, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Hintergründe, die man einstellen kann. Also es funktioniert alles eigentlich wirklich sehr gut. Preis-Leistung, würde ich sagen, ist echt in Ordnung. Wir können jetzt auch mal Google Maps probieren. Funktioniert auch einwandfrei. Dann, das ist eine App, die ich habe noch. Eine andere. Schaut auch top aus. Gehen wir wieder zurück. iPlay. Hier wollte ich eigentlich hin. Wie gesagt, Musik hören. Ich könnte einen Zoom-Call scheinbar sogar machen oder einen Teams-Call. WhatsApp funktioniert. Gehen wir mal einmal rein. Möchtest du deine Nachrichten lesen, eine Nachricht senden oder jemanden anrufen? Eine Nachricht senden? Das ist ein Test. Deine WhatsApp-Nachricht lautet Test. Möchtest du sie ändern oder senden? Senden. Podcast würde auch funktionieren. Und hier hat man noch eine andere Ansicht, sodass man sein Musikstück, was man gerade spielt, anschauen kann und auf der anderen Hälfte des Displays seine Navigation. Dann gehe ich jetzt mal wieder zurück und schaue, ob ich das mit der FM-Übertragung hinkriege, also mein Radio. Wie man hier sehen kann, das hat leider keinen AUX-Eingang. Das heißt, ich müsste, wenn ich jetzt Radio hören möchte, müsste ich das über die FM-Verbindung hier versuchen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. FM-Übertragung. Da oben hat man die Frequenz 87,5. Die ist, glaube ich, voreingestellt. Denke ich zumindest. Die stellt man hier unten beim Radio auch ein. Und jetzt, wenn ich jetzt hier was abspielen möchte, gehen wir mal auf Apple CarPlay. Auf Musik. Jetzt checken wir mal, wie das ist mit einem Anruf. Es funktioniert, das wollte ich nur einmal kurz zeigen. Okay, alles klar. Jo, danke dir. Bis dann. Ciao, ciao. So, ich denke, wir haben alles gezeigt. Wenn nicht, dann schreibt bitte in die Kommentare, was euch noch interessieren würde zu dem Teil. Wenn man sein altes Kfz vielleicht ein bisschen modernisieren möchte dadurch, ist es eigentlich schon eine ganz, ganz witzige, ganz coole Lösung. Es ist ja erschwinglich, sag ich mal, das Carpurite 7 Zoll Display. Daher finde ich, dass Preis-Leistung eigentlich meiner Meinung nach ganz gut ist. Es funktioniert das meiste, wie wir gesehen haben, hier. Diese Buttonbelegung, da scheint irgendwas schiefgegangen zu sein oder ich habe was falsch gemacht, kann natürlich auch passieren. Das war's mit dem Review zu dem 7 Zoll Carpurite Display. Ich wünsche euch eine allzeit gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.